안녕하십니까. 예, 여러분 안녕하세요. 남. 네. 오늘 셋째 날입니다. Heute ist der dritte Tag. 예, 이번에 마태복음에 있는 예수님의 비유에 대해서 함께 우리가 말씀을 나눴습니다. Und wir haben heute über die Gleichnisse, die in Matthäus Evangelium vorkommen, gesprochen. 예, 첫째 날에는 마태복음 22장에 있는 임금님의 혼인잔치 Am ersten Tag haben wir über das Hochzeitsfest von dem König in Matthäus Kapitel 22 geredet. 예, 어제는 마태복음 20장에 있는 그 포도원에 대한 이야기를 했습니다. Und gestern haben wir über den Hausherrn und den Weinberg geredet. 예, 오늘은 또 다른 하나의 예수님의 비유를 여러분에게 함께 말씀을 나누려고 하는데요. Und heute auch möchten wir ein weiteres Gleichnis mit Ihnen teilen von Jesus. 예, 예수님이 굳이 이 비유로 우리에게 설명하신 이유가 있죠. Es gibt einen Grund, weshalb Jesus ausgerechnet mit Gleichnissen es uns erklärt. 예, 우리가 잘 알고 있고 알수 있는 내용들로 예수님께서 우리에게 설명해 주는 것입니다. Jesus erklärt uns mit Beispielen, die wir auch verstehen können, es genau. 네, 그래서 우리가 이 말씀을 생각하고 나누다 보면 Und wenn wir dieses Wort austauschen und daran denken, 하나님의 세계와 신앙의 세계를 우리가 아주 구체적으로 알 수가 있습니다. dann können wir die Welt des Glaubens genau erkennen und lernen. 예, 오늘 저녁에는 마태복음 25장에 있는 말씀을 나누겠습니다. Heute Abend werden wir dann in Matthäus Kapitel 25 zusammen lesen. 마태복음 25장 14절부터 30절까지 독일어 성경으로 읽겠습니다. Matthäus Evangelium Kapitel 25 von Vers 14 bis Vers 30 werde ich lesen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Land reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, der andere 2, dem dritten 1, jeder nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talenten empfangen hatte. Da ging der hin, welcher die 5 Talenten empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das seine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält die Abrechnung mit ihnen. Und es traf hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 weitere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht, so du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und dem unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. 네, 독일어 성경으로 읽다 보니까 저는 지금 어디까지 읽었는지를 잘 몰랐습니다. Und weil wir es auf Deutsch vorgelesen haben, wusste ich gerade nicht, wo wir uns befinden.이 독일어는 참 매력적인 언어인 것 같아요. Ja, Deutsch ist eine wirklich sehr interessante Sprache. 예, 제가 독일어를 이렇게 가만히 듣다 보면 다른 나라 언어에서 볼수 없는 특이한 그 억양이 있는 걸 발견할 수 있어요. Und manchmal, wenn ich das Deutsch reden mir genau anhöre, dann höre ich etwas, was man von den anderen Sprachen nicht hören kann. Und약간 하는 이런 소리가 들리거든요. und es gibt solche Geräusche, die im Deutschen vorkommen. 아, 그래서 저도 야, 이 독일어를 배우면 참 이 언어가 참 매력적이다. 그런 생각을 많이 해봤어요.
Und ich finde, dass die deutsche Sprache eine wirklich sehr interessante, sympathische Sprache ist. 예, 근데 다시 독일어를 배우고 싶은 마음은 없습니다. 네. 아, aber ich habe nicht das Herz, nochmal neu Deutsch lernen zu wollen. 예, 제가 현재로도 충분히 언어 때문에 예, 고통받고 있습니다. denn ich leide auch momentan schon genügend unter der jetzigen Sprache. 네. 이번에 3일간 여러분과 함께 말씀을 나누면서 저도 굉장히 은혜가 되었습니다. Und in diesen 3 Tagen, mit denen ich das Wort mit Ihnen ausgetauscht habe, wurde es auch für mich eine sehr große Gnade. 예, 여러분 그거 아십니까? 믿음은 들음에서 옵니다. Ja, wissen Sie, dass der Glaube durch das Hören kommt? 예, 말씀을 듣는 사람이 믿음을 갖습니다. Die Menschen, die das Wort hören, sie bekommen die Gnade, den Glauben. 여러분 왜 목사님들이 여러분보다 믿음이 좋은 줄 아십니까? Wissen Sie, warum die Pastoren einen besseren Glauben haben als wir? 예, 이유는 하나입니다. Ja, es gibt nur einen Grund. 말씀을 전하는 시간 동안 말씀을 전하는 사람은 딴 생각을 할 수가 없어요. Ja, weil die Person, die gerade das Wort verkündet, sie kann an nichts anderes denken.그리고 말을 하는 동안 제가 제일 잘 들어요. Und während ich selber rede, höre ich auch am besten zu. 예, 그래서 말씀을 제일 잘 듣는 사람은 누구냐면 말씀을 전하는 사람입니다. Das heißt, die Menschen, die dem Wort am meisten zuhören, sind auch die Menschen, die das Wort predigen. 예, 그리고 여러분, 우리의 생각은 자유롭기 때문에 자꾸 다른 곳으로 여행을 갑니다. Und weil unsere Gedanken frei sind, neigen wir dazu, mit unseren Gedanken irgendwo anders hinzugehen. 예, 말씀을 전하다 보면 뭐 예를 들 때가 있잖아요. Und während der Predigt nimmt man ja zwei Beispiele.뭐 예를 들어서 뭐 바나나 이런 예를 들었다. Zum Beispiel, man hat ein Beispiel über Bananen gemacht. 예, 말씀을 전하는 사람은 바나나 얘기를 하고 다음 이야기로 계속 간단 말이죠. Und der Prediger, der über die Bananen gesprochen hat, redet über die Bananen und dann redet er weiter.근데 말씀을 듣는 사람은 바나나? 그래 진짜 바나나 먹은 지 오래됐네. 바나나 어딨지? 전에 사놓은 바나나가 어딨을까? 생각이 자꾸 딴데 가요. Und die Menschen, die zuhören, die denken sich dann, ah, Banane, es ist schon lange her, seitdem ich eine Banane gegessen habe. Ah, was ist mit der Banane, die ich letztens gekauft habe? Und so denken sie dann frei weiter.예, 이 듣는 훈련이 되면 신앙이 참 재밌습니다. Ja, wenn man trainiert ist zu hören, dann ist auch das Glaubensleben sehr예, interessant. 여러분들은 많은 설교를 듣는데 얼마나 많은 설교가 여러분의 마음에 영향을 주고 마음의 자리를 잡고 있습니까? Ja, Sie hören viele Predigten, aber wie viele Predigten haben denn einen Platz in Ihren Herzen eingenommen?예, 그게 굉장히 중요합니다. Und das ist wirklich sehr wichtig. 예, 믿음은 들음에서 납니다. Ja, Glauben kommt durch das Hören. 예, 오늘 저는 이제 달란트를 받은 사람들에 대해서 이야기를 하려고 하는데요. Ja, heute Abend möchten wir über die Männer reden, die Talenten bekommen haben.자, 여기에 세 사람이 나오죠. Und hier kommen 3 verschiedene Knechte vor. 다섯 달란트 받은 사람, Der eine, der 5 Talente bekommen hat.예, 두 달란트 받은 사람, Und der 2 Talente empfangen hat.한 달란트 받은 사람. Und dann den einen, der nur 1 Talenten empfangen hat. 자, 그러면 세 부류의 사람이 있다는 얘기입니까? Heißt es dann, dass wir dann 3 verschiedene Menschen haben? 여러분, 성경을 읽어보면 하나님은 항상 우리에게 두 부류의 신앙을 우리에게 보여줬어요. 야, Gott hat immer, wenn wir in der Bibel schauen, hat Gott uns immer nur 2 Arten von Glaubensleben uns gezeigt. 예, 예를 들어서 가인과 아벨, Zum Beispiel Kain und Abel, 야곱과 에서, 야곱 und 에사우, 예, 사울과 다윗, 사울 und 다윗, 와스디와 에스더, 왓스비바 und 에스타, 자, 그리고 바리새인과 세리. und die Pharisäer und die 자, 보통 성경에는 항상 두 갈래 길로 두 부류로 나눠지거든요. Und in der Bibel können wir sehen, dass die Gruppen sich dann immer in 2 Gruppen aufteilen. 자, 그러면 다섯 달란트 받은 사람, 두 달란트 받은 사람, 한 달란트 받은 사람 있으니까 우리는 생각할 때 그럼 신앙이 세 부류인가? 이렇게 생각할 수 있어요. Und dann denken wir uns, weil es einen gibt, der 5 Talenten empfangen hat und dann den einen gibt, der 2 und dann den letzten, der 1 bekommen hat, denken wir, dass es 3 verschiedene Arten von Glaubensleben gibt.여러분, 제가 이제 이 성경을 읽으면서 아, 이 안에도 두 부류로 나눌 수 있겠다는 마음이 들었습니다. Aber ich habe das Herz bekommen, dass man auch hier diese in 2 Gruppen aufteilen kann. 자, 그러면 다섯 달란트 받은 사람하고 두 달란트, 한 달란트 받은 사람을 나눌 것인가? 아니면 다섯 달란트, 두 달란트를 한 부류로 보고 한 달란트 받은 사람을 나눌 것인가? 약간 고민이 되죠?
Hier kann man nicht überlegen, ob man den einen, also ob man das so aufteilt, dass man den 5 Talenten und dann die mit den 2 und den 1 verbindet oder den mit 5 und 2 Talenten und dann den einen dann so in diese 2 Gruppen aufteilt. 근데 이제 제가 이제 이 성경을 읽으면서 아, 여기 있는 이두 달란트 받은 사람하고 한 달란트 받은 사람이 나눠지는 것을 발견하게 되었어요. Aber ich habe erkannt, dass die Gruppe sich so aufteilt mit denen, mit dem, der 2 Talenten empfangen hat und dem, der 1 Talenten empfangen hat. 예, 두 달란트 받고 한 달란트 받은 사람 앞에 누가 있냐면 다섯 달란트 받은 사람이 있는 거예요. Und der vor dem, der 2 Talente empfangen hat, war dann derjenige, der 5 Talenten hatte. 자, 그러면 두 달란트 받은 사람은 이 다섯 달란트 받은 자, 그와 같이 하여 다섯 달란트 받은 자와 그대로 받아서 살았습니다. Und hier derjenige, der 2 Talente empfangen hatte, war dann ebenso der Welcher, die 2 Talente empfangen hatte, auch gewann 2 weitere. 자, 그리고 이한 달란트 받은 사람은 다섯 달란트 받은 자와 상관없이 자기의 길을 갔어요. Und das heißt, und derjenige, der den einen Talenten empfangen hat, ist dann unabhängig von denen seinen eigenen Weg gegangen. 그러면 우리 앞에 있는 이 다섯 달란트 받은 자는 예수님이라고 말할 수가 있는 거예요. Das heißt, dann ist derjenige, der die 5 Talente empfangen hatte, Jesus. 예, 예수님은 이 땅에서 하나님의 말씀으로 사셨습니다. Jesus kam auf die Erde und lebte nach dem Wort Gottes. 자, 그리고 이제 우리는 그 예수님을 성경을 통해서 봤습니다. Und wir haben diesen Jesus durch die Bibel erkannt. 자, 그래서 이제 성경을 통해서 예수님을 우리가 그대로 보고 받을 것인가? Und jetzt ist es dann, ob wir diesen Jesus durch die Bibel genauso annehmen. 아니면 내가 한 달란트 받은 사람처럼 그냥 내 길을 갈 것인가? Oder ob wir einfach unseren eigenen Weg gehen wollen, genauso wie der Knecht, der den einen Talenten empfangen hat. 자, 여러분 이제 여기 제가 이제 아주 중요한 몇몇 가지를 여러분하고 지금 나누겠습니다. Und ich möchte dann einige wichtige Dinge mit Ihnen teilen. 자, 여기 16절을 보시면 Wenn wir jetzt hier in Vers 16 schauen. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hat, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. 자, 다섯 달란트 받은 자의 한 문장으로 지금 이 사람을 설명했습니다. Ja, mit einem Satz hat man diesen Knecht, hat man diese Person vorgestellt und beschrieben, der die 5 Talente empfangen hat.그럼 이 다섯 달란트 받은 자에게는 어떤 특징이 있습니까? Das heißt, was für Punkte oder Merkmale gibt es bei denen, der die 5 Talente empfangen hat? 자, 여기 보면 바로 가서 이렇게 돼 있고요. 이 steht, da ging hin. 예, 첫 번째 바로 갔다 이렇게 돼 있어요. 바로. He steht, dass sofort hinging. 예, 그리고 두 번째는 장사했다고 돼 있습니다. Und als nächstes steht, dass damit handelte. 예, 자, 이제 다섯 달란트 받은 자가 다섯 달란트를 받자마자 바로 나가서 장사를 했어요. Das heißt, der Knecht, der die 5 Talente empfangen hatte, hat es bekommen und dann ist so hingegangen. 여러분, 이 바로 가서 이게 무슨 뜻입니까? 바로 가서. Und was es heißt, dann sofort hinzugehen. 예, 어떤 딜레이 되는 시간이 전혀 없었다. Das heißt, ohne irgendeinen Zeitunterschied. 거침이 없었다. Das heißt, es gab keine Pause dazwischen. 장애물이 없었다. Also, da gab es kein Hindernis. 예, 그냥 바로 이루어졌다는 건 중간에 아무 막힌 게 없다는 거죠. Das heißt, dass sofort hinging, heißt, dass ohne irgendeine Wand, die dazwischen war, sofort hingegangen ist. 자, 그리고 두 번째는 장사를 했다는 거예요. Und der zweite Punkt ist, dass damit gehandelt hat. 자, 여러분, 여기 이제 그 영어 성경에는 이 장사한다는 말을 트레이드라고 말을 했어요. 트레이드. Und in der englischen Bibel hat man zu diesen Handeln Trade gesagt. 자, 여러분, 장사를 한다는 것은 무슨 뜻입니까? Und was es heißt zu handeln, 예, 내가 가지고 있는 것을 이제 팔아야 됩니다. 그렇죠? Das heißt, man muss das verkaufen, was man gerade hat. 예, 이 바꾸는 거예요. 바꾸는 거예요. 장사라는 것은 바꾼다는 뜻이 있어요. Und handeln hat auch diese Bedeutung, dass man etwas austauscht. 자, 내 돈하고 물건하고 바꾸는 거. Dass ich mein Geld mit einer Ware oder mit einem Produkt austausche. 예, 또내 물건하고 돈하 이제 내 돈하고 물건하고 바꾸고 내 물건하고 돈하고 바꾸는 거. 자, 그러니까 장사라는 건 바꾸는 거예요. Und dann auch so, dass ich dann mit dieser Ware mit Geld eintausche자, und 그러니까
5달란트 받은 자는 장사를 했어요. 장사. Und handeln bedeutet etwas auszutauschen und derjenige, der die 5 Talenten empfangen hatte, hat gehandelt. 아, 여기 17절을 보세요. 17절. Dann wollen wir in Vers 17 schauen. 두 달란트 받은 자도 그와 같이 하여 또 두 달란트를 남겼으되. Und ebenso der welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. 자, 이 두 달란트 받은 사람은 다섯 달란트 자를 보고 그대로 받아들였다는 것입니다. Das heißt, der Knecht, der die 2 Talente empfangen hatte, hat dann gesehen, wie derjenige, der mit den 5 Talenten 그와 같이 했다는 것입니다. Und hat dann genauso demnach gehandelt. 예, 장사했다는 거죠. Das heißt, er hat auch damit gehandelt. 18절. Vers 18. 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. 자, 여러분. 받은 것을 장사하는 사람이 있고, 받은 것을 묻어두는 사람이 있다는 것이죠. Also es gibt eine Person, der das, was kommt, der das Geld, was er bekommen hat, damit handelt und dann gibt es einen, der es vergräbt. 예, 달란트를 받아서 달란트로 사는 게 아니라 달란트를 묻어버리고 자기 것으로 사는 거예요. Sondern nicht, dass man mit diesen Talenten, was man bekommen hat, handelt und lebt, sondern dass man diese Talenten vergräbt und mit seinem eigenen lebt. 자, 여러분 제가 이제 이 성경을 읽으면서 이 안에 숨겨져 있는 예수님 우리에게 설명하고 싶은 신앙의 세계가 있다는 거죠. Und es gibt ein Glaubensleben, was Jesus hier mit uns erklären möchte. 자, 여러분 한 달란트를 땅에다 묻었단 말이에요. 땅에다 묻었다. Das heißt, hier steht, dass man diesen einen Talenten in die Erde eingegraben hat. 여러분 이 땅이 뭐예요? Was ist die Erde? 자, 우리는 흙에서 나왔잖아요. Ja, wir kamen ja aus der Erde. 맞습니까? 우리는 흙에서 왔기 때문에 흙으로 돌아가는 거예요. 우리는 흙이에요. Wir kommen von der Erde, deshalb gehen wir auch zurück in die Erde. Wir sind Erde. 이 달란트를 내 안에다 숨긴 거예요. 내 안에 묻은 거예요. 내 생각 안에 묻은 거예요. Das heißt, man hat diesen Talenten in sich selber, in meinen eigenen Gedanken vergraben. 예, 이 달란트로 사는 게 아니라 그냥 자기 것으로 살아가는 사람이죠. Das heißt, das ist nicht ein Mensch, der aus diesen Talenten lebt, sondern nach seinem eigenen lebt. 자, 여러분 이제 제가 이 말씀을 읽으면서 정말 중요한 거 하나를 발견하게 됐습니다. Und als ich das Wort gelesen habe, habe ich einen sehr wichtigen Punkt herausgefunden. 자, 똑같이 달란트를 받았어요. Also sie haben genauso viele Talenten empfangen. 자, 근데 이 달란트를 받고 그 달란트를 믿는 믿음으로 장사하고 사는 사람과 이 달란트를 땅에다 묻고 그냥 자기 걸로 사는 사람으로 나눠진다는 것이죠. Und hier kann man dann die Gruppen aufteilen, dass die Menschen, die den Talent empfangen haben, damit handeln und dann die andere Gruppe, die diesen Talent empfangen hat und das einfach in seinen eigenen eingräbt. 여러분, 이 장사를 할 때 가장 방해하는 게 뭘까요? Und während des Handelns, was stört uns denn am meisten? 자, 여기 25장 25절을 읽어보세요. Kapitel 25, Vers 25. 자, 24절, 25절. 이 한 달란트 받은 자가 왜 장사를 하지 않았는지를 설명하고 있어요. In Vers 24, 25 wird dann beschrieben, warum der eine, der den einen Talent empfangen hat, sich gehandelt hat. Da trat han Talent 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신을 굳은 산은 심지 않아서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트 땅에 감추었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, du hast das Deine. 이 한 달란트 받은 자가 지금 뭘 말하고 있냐면 자기 생각을 말하고 있어요. Und was dieser Knecht, der diesen einen Talenten empfangen hat, was er sagt, sind seine eigenen Gedanken. 그리고 이 사람은 지금 두려움에 막혀 있어요. Und er ist in dieser Fürchtung. 네, 이 사람이 달란트를 받았지만 er hat diesen einen Talenten bekommen. 자, 이 사람 마음속에 믿음이 없어요. Aber er hat keinen Glauben in seinem Herzen. 자, 그 마음에 뭐가 커요? 자기 생각이 큰 거예요. Ja, weil seine eigenen Gedanken viel größer sind. 자, 자기 생각을 말하고 있다는 것이죠. Und er sagt gerade seine Gedanken aus. 자, 그리고 두려움에 막혀 있다는 거죠. 내가 잘못될 것 같은. Und er war gefangen in der Furcht, weil der Gedanke da war, dass er scheitern könnte. 그 마음에 자기 생각과 어떤 두려움을 넘어가지 못하고 있는 이 모습을 보는, 이 마음을 보는 거죠. Und wir können gerade das Herz sehen, welcher über seine eigenen Gedanken und über die Furcht nicht hinübergehen kann. 자, 여러분, 이 사람은 자기 생각을 버린 적이 없다는 것이죠. Das heißt, dieser Knecht hat niemals seine Gedanken verworfen.
자, 여러분, 장사를 하려면 버려야 됩니다. Wenn man handeln möchte, muss man auch etwas wegwerfen. 예? 내 것을 버려야 됩니다. Ja, man muss das, was man hat, wegwerfen. 자, 여러분, 이제 이 부분을 한번 지금 여러분하고 나눕니다. Und über diesen Bereich möchte ich dann mit Ihnen sprechen. 자, 여러분, 이제 마태복음 13장을 한번 펴주세요. Schlagen Sie Matthäus Kapitel 13 auf. 자, 마태복음 13장 44절입니다. Matthäus Kapitel 13, Vers 44. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐해 돌아가 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht dahin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. 자, 여러분, 여기 장사가 있어요, 여기에요. 그 밭을 샀단 말이죠. 장사했죠, 이 사람이요. Das heißt, dieser Mann hat hier auch gehandelt, indem er alles verkauft hat und diesen Acker gekauft hat. 여러분, 근데 그 밭을 살려면 자기 소유를 팔아서 샀다는 거예요. 자기 소유를 팔은 적이 있다는 거예요. Das heißt, wenn man diesen Acker kaufen möchte, muss man all sein Hab und Gut verkaufen. 자, 여러분, 영적인 세계에서 장사를 할 때에 Wenn man in der geistlichen Welt, wenn man in der Welt des Glaubens예, handeln möchte. 이 밭을 사는 데 있어서 자기 소유를 팔아야 됩니다. Ja, um diesen Acker zu kaufen, muss man alles, was man hat, verkaufen.여러분, 그러면 이 밭의 값은 뭡니까? Aber wie wertvoll ist denn dieser Acker? 자기 소유예요, 자기 소유. Ja, der Acker ist genauso viel wert wie sein그럼 Besitz.이 자기 소유라는 말은 무슨 뜻입니까? Was meint man mit seinen eigenen Besitz? 우리에게 우리의 소유가 있어요. Ja, 우리의 소유. jeder von uns hat seinen eigenen Besitz. 그게 뭐냐면 바로 내 생각이죠. Und das sind unsere Gedanken. 예, 이 밭을 살려면 자기 소유를 팔아서 이 밭을 사는데 그 밭에 뭐가 있냐면 보배가 있는 거예요. Ja, man muss, um diesen Acker zu kaufen, muss man alles verkaufen, was man hat. Und in diesem Acker ist ein verborgener Schatz.바로 그 달란트죠. Und das ist genauso dieser eine Talent. 자, 여러분, 한 달란트 받은 사람은 달란트는 얻었는데 자기 소유를 판 적이 없어요. Ja, dieser eine Knecht hat zwar diesen einen Talenten bekommen, aber konnte es nicht verkaufen. Er konnte seinen Besitz nicht verkaufen.자, 여러분, 이 사람은 그냥 자기가 가진 걸로 사는 사람이지 하나님의 은혜와 하나님을 믿음으로 산 적이 없어요. Und er ist ein Mensch gewesen, der auch seinen eigenen Besitz gelebt hat, aber nicht nach dem Glauben des Herrn.자, 여러분, 이사야 55장을 한번 펴주세요. Dann wollen wir, schlagen wir dann Jesaja 55 auf. 이사야 55장 1절에 Jesaja 55, Vers 1. 너희 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser, und die, ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. 자, 여러분, 포도주와 젖을 사라. 사라라고 돼 있어. 사라. Ja, hier steht, dass sie umsonst Wein und Milch kaufen sollen. 근데 돈 없이, 값 없이 사라는 거예요. Aber hier steht, dass sie dann ohne Geld kaufen sollen, umsonst. 자, 왜 그러면 돈 없이, 값 없이 포도주와 젖을 사라고 했습니까? Ja, warum hier steht hier denn, dass sie dann umsonst ohne Geld Wein und Milch kaufen sollen? ja, 여러분, 산다는 것은, 장사한다는 것은, 팔았다는 내용이 포함되어 있는 단어예요. 예, kaufen oder etwas handeln. In diesem Wort ist auch das Verkaufen drin.값이 없고 돈이 없지만, Man hat zwar kein Geld und kein Besitz. 예, 이것을 사라고 돼 있다는 건 뭐냐면, 네 것을 exchange. 다시 말하면, 바꿔라. 네 것을 버리고 이것을 가져가라. 그 말입니다. Ja, das ist damit gemeint, dass man dann das, was man hat, mit diesem austauscht. 자, 그래서, 55장 6절에 뭐라고 돼 있냐면 Und was in Kapitel 55, Vers 6 steht. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라. Er sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나오라. 그가 널리 용서하시리라. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.예, 하나님의 은혜를 사라. 이제 가져가라. Ja, wie sollen die Gnade des Herrn empfangen?
그리고 포도주와 젖을 이제 사라. Und wir sollen jetzt auch Wein und Milch kaufen. 값은 없다. Ja, es hat kein, es ist umsonst. 근데 여러분, 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라라고 돼 있단 말입니다. 아베 steht, dass er seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken verlassen soll. 자, 여러분, 다섯 달란트 받은 자가 장사를 했고, 두 달란트 받은 자가 장사를 했단 말이에요. Und der Knecht, der die 5 Talenten empfangen hat, hat gehandelt, und derjenige, der 2 empfangen hat, hat auch damit gehandelt.한 달란트 받은 자는 장사하지 않았습니다. Aber der Knecht, der den 1 Talenten empfangen hat, hat nicht gehandelt.그럼 믿음은 뭐냐면 장사하는 거예요. Das heißt, der Glaube, damit ist Handeln gemeint. 자, 여러분이 먼저 하나님 앞에서 장사를 하셔야 돼요. Die müssen erstmal vor den Herrn handeln.내 생각을 버리고 하나님의 말씀을 사는 거예요. Wir müssen unsere Gedanken wegwerfen und das Wort Gottes kaufen. 내 소유를 버리고 그 땅을 사는 거예요. Indem ich meinen Besitz wegwerfe und diesen Acker kaufe. 내 죄를 버리고 예수님의 은을 가져오는 거예요. Und es ist genauso, dass wir dann unsere Gerechtigkeit wegwerfen und die Gerechtigkeit Gottes kaufen. 예, 바로 이 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자는 장사를 했다는 비밀이 숨겨져 있어요. Ja, und hinter dem Geheimnis von denjenigen, der die 5 und die 2 Talenten empfangen hatte, ist dieses Handeln drinne.자, 이 장사를 하는 사람은 반드시 다섯 달란트가 남아요. Und derjenige, der die 5 handelt, der hat dann 5 Talente übrig. 자기 생각을 버리고 하나님의 말씀을 믿은 사람은 반드시 하나님의 은혜와 역사를 갖게 돼 있습니다. Und derjenige, der seine eigenen Gedanken wegwirft und seine eigene Gerechtigkeit wegwirft, wird dann die Gnade des Herrn empfangen. 한 달란트 받은 자는 평생 시간이 아무리 많은 시간이 지나도 전혀 한 달란트를 남길 수가 없습니다. Aber der den einen Talent empfangen hatte, wenn er in sich selbst lebt, kann er niemals mehr verdienen als nur einen. 왜냐하면 장사하지 않았다는 거죠. Denn er handelte nicht. 장사하는 거예요. Ja, man muss handeln. 자, 여러분, 우리가 이제 유럽에서 선교사로 우리 유럽의 교회가 이제 많은 선교사님들과 함께 우리가 선교를 하고 있습니다. Und in Europa missionieren wir mit vielen Pastoren zusammen. 자, 여러분, 저는 제가 열심히 하면 선교가 될 줄로 알았어요. Und ich dachte, dass wenn ich fleißig bin, dass die Mission hier gut laufen wird. 자, 근데 저는 유럽에 선교를 오랫동안 했지만 뭘안 했냐면 장사를 안 했어요. Ja, ich habe zwar eine lange Zeit hier in Europa missioniert, aber was ich nicht getan habe, war zu handeln. 근데 이제 하나님께서 저에게 이 제가 원래 한 달란트 받은 자였어요, 제가요. Und ich war genauso wie dieser Knecht, der diesen einen Talenten empfangen hat. 왜? 왜냐하면 저는 제 생각이 하나님의 말씀보다 컸어요. 야, meine Gedanken waren viel höher als die Gedanken Gottes. 근데 어느 날 하나님이 저에게 두 달란트처럼 살수 있도록 은혜를 입혀 주셨어요. Aber der Herr hat mir diese Gnade gegeben, dass ich genauso wie der Knecht, der die 2 Talente empfangen hatte, zu handeln.제 얘기를 한번 잘 들어보세요. Und hören Sie mal mir genau zu. 저는 유럽에서 제가 지금 16년째 선교를 하고 있는데요. Und ich missioniere schon seit 16 Jahren hier in Deutschland, in Europa. 제가 정말 그 3년 전에 저에게 있었던 그 은혜를 받기 전과 후는 저는 정말 다른 사역을 하고 있어요. Und ich führe ein komplett anderes Missionsleben als vor 3 Jahren. 자, 여러분 잘 들어보세요. Und hören Sie mir genau zu. 저는 이제 유럽에 선교를 하는데 점점 지쳐갔어요. Und während der Zeit, die ich in Europa missioniert habe, wurde ich immer nur erschöpfter. 예, 우리 유럽에 이제 그 유럽 캠프도 하고요. Ja, wir haben die Veranstaltung und die Camps in Europa gehabt. 자, 그리고 또 제가 뭘 합니까? 우리가 또 크리스마스 투어 하잖아요. Und dann haben wir noch die Weihnachtstour. 자, 여러분, 그 유럽 캠프 하나 하는 것도 힘들어 죽겠는데, 후반기에는 또 크리스마스 투어까지 하니까 너무 힘든 거예요. Ja, es ist schon erschöpfend genug für mich, wenn wir diesen einen Camp im Jahr haben, aber dass wir dann am Ende des Jahres noch die Weihnachtstour haben, war dann noch schwieriger für mich.일은 점점 커지는데 제 마음은 점점 지쳐가는 거예요. Es kommt immer nur mehr Arbeit hinzu, aber ich werde nur erschöpft im Herzen. 그리고 제가 이제 물어보니까
대부분의 선교사님들이 다 나와 같은 마음을 가지고 있더라고요. Und als ich dann die Missionare um mich herum gefragt habe, hatten sie dann meistens dasselbe Herz wie ich.그래도 어떻게 해요? 그냥 해야지요. Ja, was sollen wir denn machen? Wir müssen das so machen.예, 마음 꺾고 우리가 하는 거야. Ja, wir müssen unsere Gedanken wegwerfen und es so machen, wie die Gemeinde es 아, sagt. 어느 날 제가 우리 그 독일에 있는 프랑크푸르트에 있는 오영신 목사님과 교제를 했어요. Und einmal hatte ich eine Gemeinschaft mit dem Pastor Yongshin Oh aus der Frankfurter Gemeinde in Deutschland. 저는 확신했어요. 확신했어요. Und ich war dann wirklich, ich war zuversichtlich gewesen. O영신 목사님도 힘들 거야. Ja, Pastor Yongshin Oh, ihm wird es auch, es wird auch für ihn anstrengend sein.나보다 훨씬 힘들 거야. Es wird viel anstrengender für ihn sein. 왜냐면 Denn우리 그 유럽 캠프를 대부분 독일에서 하잖아요. die meisten Camps werden in Deutschland gehalten. 그리고 또 이제 프랑크푸르트 교회는 건물을 큰걸 샀잖아요. Und die Frankfurter Gemeinde hat ein sehr großes Gebäude gekauft. 그리고 우리 목사님도 언어를 잘 못하시더라고요. Und ich habe auch gemerkt, dass der Pastor nicht gut die Sprache beherrscht.아, 힘드실 거야. 아, den Pastor, das wird für den Pastor anstrengend sein. 그래서 제가 이제 물었어요. 마음의 이야기를 물었어요. Und ich habe dann den Pastor gefragt nach seinem Herzen. 뭐, 많은 이야기를 했지만 이제 핵심은 뭐냐면, 목사님, 솔직히 말해보세요. 힘드시죠? 예, 네, wir haben über vieles geredet, aber wenn wir zu diesem Hauptpunkt kommen, ist, ich habe den Pastor gefragt, ja, Pastor, es ist anstrengend für dich, nicht wahr?내가 또몇번 봤어요. 힘들어하는 걸. Und ich habe auch ein, zwei Male gesehen, wie er es schwer hatte.힘드시죠? Ich sagte dann, ja, du tust dich schwer, nicht wahr?근데 안 힘들다는 Er sagte, nein, es ist gar nicht schwierig für mich.거예요. 제가 충격을 받았어요. Ich war dann schockiert.안 믿어졌어요. Ich konnte nicht glauben.어떻게 안 힘들어? Ja, wie kann es denn nicht anstrengend sein? Ja, 근데 뭐라고 얘기하시냐면, Was er dann sagte war,심홍섭 전사님 이야기 들어본 적 없냐? Hast du nicht das Zeugnis von dem Pastor Hongseok Shim gehört? 20년 동안 알코올 중독자였던 심홍섭. 야, der Hongseok Shim, der 20 Jahre ein Alkoholsüchtiger war. 얼마나 술을 끊으려고 노력했겠어요. 근데 wie viele Male hat er wohl versucht, mit diesem Alkohol 근데 aufzuhören? 안 되는 거예요. 아, es ging nicht. 자, 근데 그 심홍섭 전사님, 박옥수 목사님을 만난 거예요. Aber der Pastor Hongseok Shim hat dann den Pastor Park getroffen. 박옥수 목사님이 아주 간단하게 교제를 한 거죠. Pastor Hongseok Park hatte ein ganz einfaches Gemeinschaft mit ihm gehabt. 뭐 20년 아니라 50년 알코올 중독자라도 상관없어. Es ist egal, ob du 20 oder 50 Jahre lang ein Alkoholiker warst. 박옥수 목사님이 장사를 한 거예요. Der Pastor Park hat gehandelt. 당신의 그 20년 동안 알코올 중독자라는 그 모습하고 Ja, dieses Bild von dir selbst, dass du 20 Jahre Alkohol getrunken hast.히브리서 10장 14절. Und mit diesem Wort in Hebräer Kapitel 10, Vers 14. 예, 영원히 온전케 하셨느니라. Ja, er hat dich ewiglich vollkommen gemacht. 그 말씀하고 목사님이 바꿔버린 거예요. Und dieses Wort und seine Gedanken hat er dann ausgetauscht. 그래서 이 심홍섭 전사님이 20년 동안 알코올을 먹었던 자기 모습을 버리고 히브리서 10장 14절을 산 거예요. Und er hat dann seine eigenen Gedanken, dass er 20 Jahre lang Alkohol getrunken hat, verkauft, weggeworfen und hat das Wort in Hebräer Kapitel 10, Vers 14 angenommen.그리고 이 심홍섭 전사님이 믿음이 온 거예요. Und in diesem Pastor Hongseok Shim kam dann der Glaube. 나는 알코올 중독자가 아니구나. Ich bin kein Alkoholiker하나님 mehr.말씀에 나는 온전하네. Ich bin nach dem Wort vollendet und geheiligt worden. 근데 이제 생각이 하나 온 거예요. Und dann kam ein Gedanke. 그럼 나는 분명히 내일 모레 또 나는 술을 마실 건데. Ja, morgen werde ich aber wieder Alkohol trinken. "목사님, 제가 내일 모레 또 술을 마시면 어떻게 되죠?" Und er sagte dann, ja, Pastor, was, wenn ich dann übermorgen wieder Alkohol trinken gehe? "간단한 거예요. Das war sehr simpel gewesen. "그래도 술잔을 내려놓고, 그래도 Ja,난 denn,운전해." ja, dann leg das Glas ab und sag, dass du geheiligt bist. "말씀을 믿고 말씀으로 살아라." Ja, glaub an das Wort und leb nach diesem Wort. 그래서 5 달란트를 받아 달란트를 남기더라고요, 이 심홍섭 전사님이. Und so hat dann auch der Pastor Hongseok Shim die 5 Talenten gewonnen. 그래서 이분이 지금은 복음 전도자가 되신 거예요. Jetzt ist er auch ein Prediger des Evangeliums geworden.
그래서 이제 이 목사님 저에게 묻더라고요. 아니, 그 심홍섭 전사 얘기 안 들어봤어요? Und der Pastor fragte uns dann, ja, kennst du das Zeugnis nicht von dem Pastor Hong Seok Shim? Ah, 들어봤죠. 저도 그거 잘 알죠. 저도 주로 쓰는 예화죠. Ja, ich habe dann gesagt, ja, ich kenne das Wort, das, ich habe das sehr oft gehört, denn ich benutze das auch in meiner Predigt als kleiner그래, Beispiel.술 다시 마셔도 술자를 내려놓고 그래도 난 운전해. Ja, trink das Glas und leg dieses Glas ab und sag, dass du geheiligt bist.거기까지는 제가 알았어요. 예, 그렇죠. 맞아요. Ja, bis dahin kannte ich es. Ich sagte, ja, ich kenne das. So ist그다음에 das. 하는 말이 Und was er dann danach sagte, war, 캠프가 힘들 수 있고 어려울 수 있고 안될수 있고 잘못될 수 있다. Es kann sein, dass dieses Camp nicht gut läuft, dass es anstrengend ist und es schwer ist. 그리고 그러나 캠프가 끝나고 캠프에 잔을 내려놓고 그래도 이 캠프는 온전해 하는 거 아니에요? Dafür müsste man dann nicht einfach, nachdem das Camp vorbei ist, dieses Glas des Camp ablegen und sagen, dennoch ist es geheiligt.이게 다르구나. 아, das war der Unterschied. 한 달란트 받은 자하고 두 달란트 받은 자가 똑같이 달란트를 받았어요. 야, derjenige, der den einen Talenten bekommen hat und derjenige, der den zwei Talenten bekommen hat, beide haben Talente bekommen. 근데 달라요. Aber sie waren unterschiedlich. 달란트는 똑같이 받았는데, 야, sie haben alle Talenten bekommen. 두 달란트 받은 자는 두 달란트를 남기고, Aber der, der zwei Talenten bekommen hat, hat zwei weitere dazu bekommen.한 달란트 받은 자는 그냥 한 달란트밖에 없는 거예요. Und der, der einen Talenten bekommen hat, hat nur diesen einen behalten. 왜요? Warum?장사를 안한 거예요. Weil er nicht gehandelt hat. 나도 장사를 안한 거예요. Er hat nicht gehandelt. 하나님의 말씀하고 내 생각하고 바꿔버려야 되는데. 야, wir hätten und das Wort Gottes mit unseren Gedanken austauschen müssen. 하나님의 말씀하고 내 형편하고 바꿔버려야 되는데. 야, wir hätten das Wort Gottes und meine Gedanken austauschen müssen. 아, 이제 이 달란트하고 이 달란트를 가지고 자꾸 바꾸고 사는 거예요. 달란트로. 만 müsste ein Leben führen, in dem man mit diesen Handtalenten und etwas anderem dann die ganze Zeit handelt und그러니까 austauscht. 이 사람 속에는 달란트가 남는 거야. 계속 달란트가 넘치는 거예요. und so wird dann sein Leben überfüllt mit weiteren Talenten. 제가 그날 내 신앙이 잘못돼 있다는 걸 그날 봤어요. 내가 한 달란트 받았다구나. und an dem Tag habe ich erkannt, dass ich ein Leben führe, dass나도 es ein말씀을 듣고, dass ich ein falsches Glaubensleben führe, denn ich habe auch das Wort gehört나도 하나님의 종과 교제를 하고, und ich hatte auch Gemeinschaft mit dem Knecht Gottes gehabt. 했어요. 네, wir haben alles gemacht.한 달란트 받은 자하고 두 달란트 받은 자하고 다 똑같은데 차이가 딱 하나가 있는데 장사를 안 했어. 한 달란트 받은 자가요. 네, wir haben alles genau gemacht, genauso wie der Knecht, wie alle Knechte, die Talenten bekommen haben. Aber der Unterschied ist, dass sie nicht gehandelt haben.자기 소유를 팔아본 적이 없어요. 네, sie haben nie seinen eigenen Besitz verkauft. 자기 생각을 버린 적이 없는 거예요. Sie haben noch nie ihre eigenen Gedanken verworfen. 그러니까 이한 달란트 받은 자는 자기 생각을 계속 얘기하는 거예요. 당신은 Und굳은 사람이라 der이 Knecht,달란트를 쓰지 않아서 거둡니다. 자기 생각을 얘기하는 거예요. der den einen Talenten bekommen hat, hat die ganze Zeit an seine eigenen Gedanken festgehalten und gesagt, ja Herr, ich habe mich gefürchtet und etwas dort gestreut, wo du nicht ausgesät hast.예, 버린 적이 없으니까요. Ja, weil er seine Gedanken nie verworfen hat.자, 여러분, 창세기 3장을 한번 가보겠습니다. Ja, wir wollen einmal in 1. Mose schauen. 창세기 3장 1. Mose Kapitel 3, 4절. Vers 4. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 야, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 아심이라. Sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.자, 6절을 보세요. Dann wollen wir in Vers 6 schauen. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 나무 실과를 따먹고 자기와 함께 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. 제가 아주 어릴 때
Als ich klein war, als ich jung war, 저희 냉장고에 바카스라는 한국 음료수가 있었어요. im Kühlschrank gab es ein Getränk namens Bacchus. 근데 저희 형이 저에게 뭐라고 얘기했냐면, Und was mein Bruder mir gesagt hatte, war, 이거 아주 쓰고, 이거 진짜 몸에 안 좋은 거야. 너 절대 먹지 마. 나한테 이렇게 얘기했어. er sagte, das ist ein Getränk, das wirklich sehr bitter ist und ich sollte es nie probieren. 나는 아예 바카스를 먹을 생각을 안 했고, 냉장고 문을 열었을 때, 바카스가 있을 때, 나는 무슨 독약 보듯이 봤어요. Und ich habe nicht mal im Traum daran gedacht, daran, das zu trinken. Und jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufgetan habe und diesen Bacchus gesehen habe, dachte ich, dass es wie ein Gift wäre für mich.그리고 어떤 어른들이 그걸 먹으면, 쓰죠? 쓰죠? 내가 막 물어봤어요. Und wenn dann Erwachsene das getrunken haben, habe ich dann die Erwachsenen gefragt: Ja, ist das nicht bitter? Das ist doch bitter, oder?어느 날내 친구가 나한테 냉장고를 열면서 어 너희 집에 바카스 맞네 그러는 거야. Und eines Tages hat dann ein Freund den Kühlschrank aufgemacht und sagte dann: Ah, du hast voll viele Bacchus-Getränke.그런데 나보고 나 이거 하나 먹어도 돼? 묻는 거예요. Und er fragte mich dann: Ja, kann ich eins davon trinken?안 돼. 이거 독약이야. 이거 써 먹으면 안 돼. 우리한테 안 좋아. 내가 그랬어요. Und ich sagte dann: Nein, du darfst nicht davon trinken. Das ist wie Gift für dich. Das ist sehr bitter. Du darfst das nicht trinken.이 친구가 탁 따서 먹어보고 얘기해. 먹어보고 얘기해. 먹어, 이거 엄청 맛있어. 막 그러는 거예요. Er hat dann die Flasche aufgemacht und sagte dann: Ja, probier erst mal, danach kannst du ja auch sagen.친구 말을 들어보니까 이게 참 맛있어 보이더라, 갑자기. Und jetzt, wo mein Freund es gesagt hat, wirkt es so, als wäre es etwas Leckeres.그래서 이제 먹었는데 너무 맛있는 거예요. 달짝지근한 것이. Und ich habe es probiert und es hat so gut geschmeckt. 근데 이제 형이 와가지고 이제 이거 물어보면 혼나가지고 거기다 물을 타놨어요. Und dann kam mein Bruder zurück, und weil ich dachte, dass mein Bruder mich dann tadeln wird, habe ich dann anstelle davon Wasser reingetan.이제 형이 학교 갔다 와서 그걸 탁 마시더라고요. 옆에서 내가 가만히 쳐다봤어요. Und dann hat mein Bruder die Flasche aufgemacht und hat das getrunken, und ich habe ihm dann zugeschaut von nebenan.그러면서 한 5분 후에 나를 딱 보면서 물 타지 마 그러더라고요. Und so ungefähr nach 5 Minuten schaute er mich an und sagte dann: Tu kein Wasser mehr rein. 사람은 어떤 말을 들으면 그 말을 받아들이면 거기에 작용을 하게 돼 있어요. Und wenn der Mensch ein Wort hört und das Wort annimmt, dann bewegt es einen dazu. 사람은 생각에 영향을 받아요. Und der Mensch wird von den Gedanken beeinflusst. 예, 선악을 알게 한 나무 실과가 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만한 나무로 보였다는 것은 아담과 하와의 마음속에 사단의 생각을 받아들인 거예요. Das heißt, dass dieser Baum begehrenswert erscheint, ist, dass man die Gedanken angenommen hat. 자, 여러분들이 생각을 받아들일 때하고 말씀을 받아들일 때하고 여러분들의 마음과 여러분의 삶은 완전히 다릅니다. Ja, unser Leben wird komplett sich verändern, wenn unser Leben ist ja, wird sich komplett verändern, wenn wir unsere Gedanken annehmen oder das Wort annehmen. 창세기 3장에서 사단의 생각이 우리 마음에 들어왔습니다. In 1. Mose Kapitel 3 kam der Gedanke von Satan in unseren Herzen. 우리의 생각과 우리의 마음은 마귀적이고 거짓되고 악합니다. 사단의 것을 받았기 때문에. Ja, weil wir die Worte von Satan angenommen haben, sind unsere Gedanken, sind unsere Herzen böse und schmutzig.자, 이제 성경 예레미야를 한번 보겠습니다, 여러분. Dann wollen wir die Bibelstelle in Jeremia aufschlagen.자, 예레미야 17장. 예레미야 Kapitel 17. 잘 보세요. Schauen wir uns das genau an. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. 누가 능히 이를 알리오 마는 몇 절이요? 예레미야 17장 9절. 예레미야 Kapitel 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? "나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니." Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten und entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. "불의로 치부하는 자는 자고새가 낫지 아니한 알을 품음 같아서 그 중년에 그것이 떠나겠고 필경은 어리석은 자가 되리라." Und wie ein Rebhuhn, das Ei brütet und die Eier nicht gelegt hat, so ist er, wer ein Vermögen erwirbt, aber nicht auf rechtmäßiger Weise. In der Mitte seines Tages muss er es verlassen und an seinem Ende ist er ein Narr. "자, 자기가 낫지 아니한 알을
자기 알인 줄로 알고 품고 있는 이 자구새의 모습이 우리의 모습이다 이거예요. Das heißt, wie ein Rebhuhn, das Eier brütet, die es nicht gelegt hat, so sind wir dann auch. 우리가 지금 품고 있는 우리의 마음, 우리의 생각이 우리 게 아니에요. Ja, das Herz, was wir haben und dieses, die Gedanken, die wir in uns hegen, sind nicht unsere Gedanken. 예, 마귀가 넣었단 말이에요, 우리 마음 속에. Das sind Dinge, die von Satan in uns reingelegt wurden. 자, 그래서 여러분 지금 우리가 품고 있는 우리의 생각, 우리의 마음은 하나님으로부터 온 것이 아니고 마귀로부터 온 거예요. Das heißt, das Herz und diese Gedanken, die wir in uns halten und hegen, sind nicht unsere Gedanken, sondern die von Satan uns gegebenen. 자, 우리가 그래서 하나님께 돌아가려면 Das heißt, wenn wir zu den Herrn zurückkehren wollen, 이내 소유를 팔아야 되는 거예요. dann müssen wir unseren eigenen Besitz verkaufen. 내 생각이라는 거, 이내 마음이라는 걸 우리가 버리고 하나님의 말씀을 사는 거예요. Ja, wir müssen die Gedanken, die wir haben, wegwerfen und es mit dem Wort Gottes austauschen. 자, 그렇구나. 20년 동안 알코올 중독자였던 심홍섭이라는 사람이 Ja, der Mensch, der 20 Jahre lang ein Alkoholiker war, der Hongseok Shim. 자, 여러분, 20년 동안 알코올 중독자였던 내 모습이 있고요. Ja, ich habe das Bild von mir, welcher 20 Jahre lang Alkohol getrunken hat. 자, 그리고 히브리서 10장 14절, 영원히 온전케 하셨느니라는 하나님의 말씀이 있어요. Und dann das Wort in Hebräer Kapitel 10, Vers 14, welches sagt, dass ich in Ewigkeit vollendet bin. 이걸 바꿨다는 것이죠. Und dies hat man dann ausgetauscht. 그 자기가 알고 있고 보고 있고 경험했고 그 모든 자기의 것을 버리고 히브리서 10장 14절을 샀다 이 말입니다. Das heißt alles an das, was man geglaubt hat, indem man das verkauft, woran man geglaubt hat und es dann mit diesem Wort austauscht, das ist dann. 자, 이때부터 이 달란트가 또 다른 달란트를 만들고 또 다른 달란트를 만들면서 이 삶이 풍성한 하나님의 은혜가 넘치게 되는 거예요. Ja, von dem Moment an wird dann immer ein weiterer und noch ein weiterer Talent hinzugefügt und man wird durch die Werke Gottes dann reich. 자, 그러면 한 달란트 받은 사람은 Und der Mensch, der diesen einen Talenten empfangen hat, 달란트를 받고 땅 속에 묻어버렸단 말입니다. 자기 생각 속에 그냥 묻어버렸다는 것이죠. Hey, dieser hat den Talenten bekommen und es in seine eigenen Gedanken in die Erde vergraben. 자, 여러분, 우리의 마음 속에 Und in unseren Herzen 하나님의 말씀이 내 생각을 이기고 있습니까? 내 생각이 하나님의 말씀을 이기고 있습니까? Siegen denn unsere eigenen Herzen über das Wort Gottes oder siegt das Wort Gottes über unser eigenes Herzen? 자, 여러분, 제가 6살 때부터 교회를 다녔습니다. Seit ich 6 war, ging ich zur Kirche. 저는 제가 교회 가고 싶은 마음이 하나도 없었어요. Und ich hatte nicht mal ein kleines Herz daran, zur Kirche zu gehen zu wollen. 저희 아버지는 제가 3살 때 돌아가셨어요. Und mein Vater verstarb, als ich 3 Jahre alt war. 어머니는 돈을 버셨고요. Und meine Mutter musste arbeiten und Geld verdienen. 저는 누나가 3명이고 형이 2명이고 제가 막내예요. Und ich hatte über mir 2 Brüder und 3 Schwestern. 6살 때, 제가 6살 때 Und als ich 6 Jahre alt war. 저희 큰형이 있는데 큰형이 지금 배낭에 있는 김성환 목사님이세요. Und ich hatte einen älteren Bruder, der älteste Bruder, der ist jetzt gerade Missionar in Benin. 갑자기 몽둥이 하나를 들고 와 가지고 Und plötzlich kam er mit einer Rute. 너 오늘부터 교회 가 그러는 거야. Und er sagte dann zu mir, hey, du, ab heute musst du zur Kirche gehen. 교회 안 가면 혼나 그러는 거예요. Wenn du nicht zur Kirche gehst, dann wirst du dann getadelt. 알았어, 갈게, 그랬어요. Ich sagte dann, ja, okay, ich habe verstanden, ich gehe zur Kirche. 아, 근데 이제 문제가 하나 있었어요. Aber es gab ein Problem. 일요일 아침 9시가 TV에서 만화 영화를 해주는데 Sonntags morgen um 9 Uhr wird dann ein Comic, eine Serie ausgestrahlt. 교회 주일학교가 하필이면 9시예요. Und ausgerechnet die Sonntagsschule beging um 9 Uhr. 와, 진짜 가기 싫은 거예요. Ich wollte wirklich nicht zur Kirche gehen. 나의 유일한 소망이 그때는 뭐 인터넷도 없고 유튜브도 없고 만화영화 볼 수 있는 시간 일요일 아침 9시 누워서 TV 켜고 딱 보는 그 재미인데. Und meine einzige Hoffnung an dieser Woche war dann das gewesen, um 9 Uhr liegen, Fernseher anzuschalten und diese Serie mir anzuschauen, denn es gab kein Internet und auch kein YouTube. 몽둥이가 앞에서 너 안 가면 혼나. Aber vor dieser Route, wo mein Bruder sagt, wenn du nicht hingehst, dann wirst du dann getadelt. 진짜 가기 싫었어요.
Ich wollte wirklich nicht hingehen.근데 안 맞으려고 제가 교회를 간 거예요. 아바 weil ich nicht getadelt werden wollte, ging ich dann zur Kirche. 그래서 이제 억지로 교회 가서 앉아서 찬송도 배우고 Und ich saß in der Gemeinde und habe dann mitgesungen.또막 수많은 설교를 듣다 보면 법이 왜 이렇게 많은지. Und weil ich dann so viele Predigten gehört habe, dachte ich mir dann, ja, warum gibt es so viele Gesetze?저희 어머니가 어릴 때 저에게 꼭 교회 가면 연보하라고 동전을 줬어요. Und jedes Mal, wenn wir zur Kirche gehen, hat dann unsere Mutter uns Geld gegeben, damit wir das dann spenden sollen.저는 항상 반절은 연보하고 반절은 맛있는 거사 먹었어요. Und ich habe dann immer die Hälfte gespendet und die andere Hälfte für mich behalten.교회만 가면 막 찔리는 거예요. 내가 오늘 연보들 반절을 내가 주여 잘못했습니다. Und jedes Mal, wenn ich zur Kirche ging, hatte ich ein Gewissensbiss und ich dachte mir, ja, Herr, ich habe wieder die Hälfte für mich behalten und die Hälfte gespendet.교회를 가면 갈수록 나는 확실히 죄인이더라고요. 확실히. Je länger ich zur Kirche ging, habe ich dann immer mehr gemerkt, dass ich sicherlich ein Sünder bin.근데 죄가 더 많아져. 교회 가면. und je länger ich zur Kirche gehe, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr Sünden hatte. 여러분, 행동으로만 짓는 게 죄가 아닙니다. 마음으로 한 것도, 생각으로 한 것도 죄입니다. 그래서 너무 많은 거예요. Und die Gemeinde sagte dann uns, ja, nicht nur die Taten sind Sünde, sondern auch das, was sie in unseren Herzen begehen, das ist auch Sünde. Und ich war dann erschrocken.제가 이제 아버지가 일찍 돌아가셔서 학교 가면 친구들이 물어요. 아빠 뭐 하냐고. weil mein Vater früh verstorben ist und ich zur Schule ging, haben dann meine Freunde mich gefragt, ja, was macht denn dein Vater?아유, 근데 아버지 돌아가셨다고 말을 못 하겠는 거예요. 그말 하면 나를 어떻게 생각할까? 그런 생각이 있어서 아, 미국 가셨다고. 돈 벌러 미국 갔다 그랬어요. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht sagen, dass mein Vater verstorben ist, weil ich dachte, dass die Freunde mich komisch ansehen. Und ich sagte dann, ja, mein Vater ist in Amerika Geld verdienen.그 미국 어디 갔냐고 물어. 또 꼬치꼬치 물어요. 미국 어디 갔냐고. Und sie fragen dann, ja, wo denn in Amerika ist er denn hingegangen?왜 거짓말이 점점 커져요. Und die Lüge,하나 있는데 열 개, 20개. meine Lüge wurde dann immer mit der Zeit immer größer und größer. 그 교회 가면 거짓말하는 자는 저주를 받는다. 큰일 났다. 마음이 막 확실히 난 죄인이더라고요. 확실히. Wenn ich zur Kirche ging, hat man dann in der Kirche gesagt, ja, wenn man lügt, dann wird man verflucht werden. Und ich war dann immer so erschrocken und ich habe gemerkt, ja, ich bin wirklich ein Sünder.저는 확실히 죄인이었어요. Ja, ich bin gewiss ein Sünder.근데 어느 날 하나님 말씀을 들은 거예요. Aber eines Tages habe ich das Wort Gottes gehört. 자, 여러분 로마서 3장을 한번 펴주시기 바랍니다. 로마서 3장 Lass uns in Römer Kapitel 3 aufschlagen. 23절. 로마 Kapitel 3, Vers 24, 로마서 3장 23. 23절. 로마 Kapitel 3, Vers 23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. 예, 이게 제 얘기예요. 맞습니다. 저는 죄를 지어서 하나님의 영광에 이르지 못했습니다. 확실합니다. Ja, das ist meine Geschichte, denn ich habe gesündigt und ich verfehle die Herrlichkeit, die ich vor Gott haben sollte. 근데 24절에 뭐라고 돼 있어요? 아바 왓 스테이트 인 페스 24. 그리스도 예수 안에 있는 하나님 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 그래 나는 분명히 죄를 지어서 하나님 영광 이르지 못하고 난 확실한 죄인인데. 야, ich habe gesündigt und verfehle die Herrlichkeit, die ich vor Gott haben sollte. 24절하고 내 죄인된 내 모습하고 바꿨습니다. Aber ich habe mein Bild, dass ich ein Sünder bin, mit diesem Vers 24 ausgetauscht.내 행위를 버렸고요. Ich habe meine eigenen Taten weggeworfen.내 생각을 버렸고요. Ich habe meine Gedanken weggeworfen. 예, 내 소유를 버렸습니다. Ich habe mein Besitz verkauft. 그래서 24절을 제가 샀습니다. Und ich habe damit Vers 24 gekauft. 그래서 저는 의롭게 되었습니다. So wurde ich gerechtfertigt. I am justified. 야, ich 예? �in gerechtfertigt. 그래서 저는 의인입니다. Deshalb bin ich ein Gerechter. 자, 여러분, 우리가 어떻게 의인 될수 있죠? Ja, wie können wir denn gerecht werden? 예? 두 달란트 받은 자하고 한 달란트 받은 자는 도대체 뭐가 차이가 있는 거예요? Ja, was war der Unterschied zwischen dem, der zwei Talenten und ein Talent bekommen hat?장사하는 거예요, 여러분. 장사하는 거예요. Ja, der Unterschied war es gewesen, dass sie gehandelt haben.예, 저는 아들이 둘이 있어요. Und ich habe zwei Söhne.
아주 어릴 때 제가 아들에게 물었어요. 아들이 이제 7살 때 제가 물었어요. 너 커서 뭐 되고 싶어? Und als sie ganz jung waren, habe ich sie dann, als sie 7 Jahre alt waren, sie gefragt: Ja, was willst du werden, wenn du älter wirst?아주 담대하게 아버지처럼 목사가 될 거예요. 그렇게 크게 얘기했어요. Und er hat dann ganz laut und mutig gesagt: Ja, wenn ich groß werde, werde ich genauso wie du, Papa, ein왜 Pastor.아버지처럼 목사가 되고 싶은데? Sagt er dann: Ja, warum willst du so werden wie ein Pastor? Warum willst du ein나 Pastor아버지가 werden? 세상에서 제일 멋있고, 제일, 제일 멋있어요. 막 그렇게 Er sagte dann: Ja, Papa, du bist in meinen Augen wirklich der Beste.얘기하더라고요. 제가 아들을 크게 안으면서, Ich habe dann meinen Sohn umarmt. "너이 마음 변하면 안 된다." Ich sagte dann: Ja, dieses Herz darf sich nicht verändern. "그래, 너 살다 보면 자꾸 생각이 들어와. 그래, 생각 받아들이지 말고 이 마음을 딱 가지고 아버지처럼 복음을 살아, 알았지?" Es kann sein, dass du erwachsen wirst und dann viele Gedanken kommst, aber nimm diese Gedanken nicht an und werde es genauso wie dein Vater ein Pastor.중학생이 됐어요. Und er wurde dann ein Oberstufenschüler. 제가 "너 커서 뭐 되고 싶어?" 하고 물어봤어요. Und ich habe dann ihn gefragt: Ja, was willst du werden? "아버지, 저 축구선수 하면 안 됩니까?" Er sagte dann: Ja, Vater, darf ich denn nicht ein Fußballspieler werden? "드디어 올 날이 왔구나." Ich dachte mir: Ja, der Tag ist gekommen, wie er kommen sollte. "야, 또 시간이 지났어요. 야, 너 커서 뭐 되고 싶어?" Und dann ist wieder Zeit verstrichen und dann fragte ich ihn: Ja, was willst du denn werden? "목사만 없고 많은 직업이 나오더라고요." Und außer dieser Beruf als Pastor kamen viele andere Berufe. "아이고, 이거 나 우리 아들이 복음을 살아야 되는데 이거 어쩌지?" Und고민이 됐어. ich dachte mir dann, ja, mein Sohn muss für das Evangelium leben, aber was wird denn jetzt aus ihm werden?작년에 제 아들하고 교제를 했어요. Und letztes Jahr hatte ich eine Gemeinschaft mit ihm gehabt. 저는 저희 형님처럼 몽둥이 딱딱 때리면서 그렇게 교제 안 했습니다. Und ich habe nicht wie mein Bruder mit einer Rute dann mit ihm Gemeinschaft gehabt. "제가 성경을 폈어요. sondern ich habe die Bibel aufgeschlagen. 히브리서 10장 14절. 히브리서 10, Kapitel 14. 영원히 온전케 하셨느니라. 야, für immer vollendet. 야, 이 말씀 믿어라. Ja, glaub an dieses Wort. "이 말씀을 믿어라, 오늘. Ja, du musst ab dem heutigen Tag an dieses Wort 그리고 glauben. 나도 너를 이 말씀으로 너의 모습하고 바꾸겠다." Und ich werde dein Bild, was ich sehe, mit diesem Wort austauschen. 그래도 난 온전해. 내 Dennoch bin ich geheiligt. 모습과 상관없이 너는 온전해. 너는 Ja, 복음의 일꾼이야. unabhängig von deinem Bild und unabhängig von deinen Gedanken bist du geheiligt und du bist ein Knecht des Evangeliums. 작년에 여러분 코로나 시대였잖아요. Und letztes Jahr war ja diese Pandemie gewesen. 온라인으로 말씀을 엄청 우리가 많이 들었잖아요. 집회도 많이 했고요. Und wir haben online viele Predigten und Seminare und Veranstaltungen uns angehört. 그래서 우리가 이제 핀란드 말로 통역을 해야 되는 거예요. Und wir mussten dann auf Finnisch das übersetzen. 우리 교회에 통역 전문 담당 자매가 있어요. Und wir haben extra eine Schwester, die dann übersetzt. 근데 이 자매는 너무 느려요. Aber diese Schwester ist zu langsam. 그래서 우리가 빨리 이 파일을 만들어야 되는데 일이 안 되는 거예요. Und wir mussten dann schnell diese Datei dann aufnehmen, aber es ging nicht. 그래서 우리 아들이 둘이 있잖아. 맞아. Ich dachte mir dann, ja, wir haben doch zwei Söhne, aber ich dachte mir,아이, nein, das근데 geht걔들 nicht취업 mit잘 denen.못할 건데. Ich glaube nicht, dass sie gut in Finnisch sind.이거 하라고 하면 안할 건데. Und wenn ich ihnen sage, dass sie das machen sollen, ja, wollen sie das그래서 nicht.아들 둘을 불렀어요. Ich habe dann meine beiden Söhne gerufen. "자, 아버지 설명을 했어요. 쭉 Und설명을 했어요. ich habe es ihnen dann genau erklärt. 마지막에 Letzten Endes haben sie dann gesagt, "영원히 온전케 하셨네. 너희들 온전해. Ich habe gesagt, ja, du bist für immer vollendet geheiligt worden. "통역해." übersetzt. 그래서 이제 둘이 이제 막 수없이 쏟아지는 말씀을 녹음을 하는 거예요. Und beide haben dann wirklich die unzähligen Worte und Predigten sich angehört. "근데 한국말이 너무 부족해서." Aber weil sie so schlecht im Koreanischen war, "아버지, 궁금한 게 있어요." sagen sie dann, Vater, ich habe eine Frage. "뭔데?" Was ist denn? "근데 왜 군대에 스타가 있어요?" Warum gibt es im Militär einen Stern? "스타가 하늘에 있어야지 왜 군대에 있어요?" Ja, ein Star muss doch im Himmel sein. Warum ist es auf der Erde? "자, 이거 설명할 게 너무 많은 거예요." Es gab so viele Dinge, die ich ihm erklären musste. 근데 어느 날 우리 아들이 저를 찾아왔어요. Und eines Tages suchte mein Sohn mich auf. "아버지, 통역을 계속 하다 보니까."
Und er sagte dann, ja, weil wir so lange übersetzt haben,제가 이제 구원받았어요. sagte dann, ja, Papa, ich habe jetzt die Wiedergeburt erhalten.그리고 박옥수 목사님 말씀이 무슨 말인지 이제 알것 같아요. Und er sagte dann, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich langsam, was die Worte, jetzt verstehe ich die Worte von dem Pastor Park.그리고 아버지와의 복음을 살은 이제 알것 같아요. 그러는 거예요. Und er sagte dann, ich glaube, ich habe verstanden, warum Papa, du nach dem Evangelium lebst.그래? Ich sagte dann, ist das so?더해. 너 통역 더해. Ja, dann musst du noch mehr und mehr übersetzen.그래서 우리가 여기 기독교 방송국이 하나 있는데 TV7이라고. Und wir haben hier einen christlichen Rundfunksender, TV7. 거기서 이제 우리 박옥수 목사님 말씀을 올려줄 테니까 핀란드말 더빙을 완벽하게 해서 내라는 거예요. Und sie sagten, ja, wir werden die Predigt von dem Pastor Park ausstrahlen, deshalb müsst ihr dann die passende Audiodatei dazu aufnehmen.그래서 완벽이라는 말 들으니까 갑자기 내 마음이 막 어려워지려고. und weil er dann sagte, dass sie eine perfekte Audiodatei aufnehmen아유, müssen,우리 아들들이 핀란드말 완벽하게 통역이 안 되는데, 이거 짜지. 야, habe ich eine große Bürde in meinem Herzen verspürt, denn ich dachte, meine Söhne sind nicht perfekt im Finnisch. 히브리서 10장 14절을 제가 가져왔죠? Aber ich habe dann Hebräer Kapitel 10, Vers 14 aufgeschlagen. 아들, 너희 통역은 Ja, Sohn, deine Übersetzungen sind geheiligt.통역해! Es sind vollendet, übersetzt.그리고 우리가 보냈어요, TV7. und wir haben dann die Datei an den Rundfunksender ausgestrahlt, gegeben. TV7에서 연락이 왔어요. und von TV7 haben wir dann eine Nachricht bekommen.와, 더빙이 완벽하다는 Ja, die Übersetzung, sie ist perfekt.거예요. 아, 이 정도면 충분히 낼수 있다는 거예요. Er sagte dann, ja, wenn das so ist, können wir das dann perfekt ausstrahlen. I제 2주 후에 TV7의 첫 번째 1번 방송이 나가요. Und일요일 날 오후 5시. nach 2 Wochen wird das dann auf TV7 wird das dann um 7 Uhr ausgestrahlt. 여러분, 제가 제 아들하고 뭘 싸워야 됩니까? Und um was muss ich denn mit meinen Söhnen kämpfen?야, 너 성경 Ja, liest du in der Bibel?읽어! 너 복음을 사랑해! Ja, du musst das Evangelium lieben. vielleicht 이렇게 살아? Ja, du musst, warum lebst du so?박옥수 목사님이 심홍석 전사님과 뭘 싸웠습니까? Ja, worum hat sich denn der Pastor Park mit dem Pastor Ungsok-Shin gestritten?너왜 술을 마셔? 술을 끊어! 그렇게 말하지 않았습니다. Ja, der Pastor Park hat nicht gesagt, ja, warum trinkst du? Hör auf mit dem Trinken.예수님이 가늠하는 옆에 여자에게 너왜 그랬어? 너왜 죄를 지었어? 내가 그거 하지 말했잖아. 그렇게 말하지 않았습니다. 야, 예수 sagte nicht zu der Frau, die Ehebruch begangen hat, ja, warum hast du Ehebruch getan? Du hättest das nicht so machen dürfen.히브리서 10장 14절. Mit Hebräer 10, Kapitel 14. 영원히 온전케 하셨느니라. Ja, für immer vollendet.그 말씀하고 심홍선 선사님의 생각하고 장사했다는 것입니다. Er hat mit diesem Wort und mit den Gedanken von den Hongseok Shim es gehandelt.예, 바꿨다는 것입니다. Er hat diese Gedanken ausgetauscht. 그래서 5달란트 받은 자는 5달란트 남기고 2달란트 받은 자는 2달란트를 남기는 게 되는 거예요. Und so konnte dann auch der Knecht, der 5 Talenten enthalten hat, 5 Talente noch weitere dazu, 5 Talente dazu bekommen. Und derjenige, der 2 Talente bekommen hat, 2 weitere dazu bekommen. "자, 여러분 이제 여러분 장사하십시오. Ja, von jetzt an handelt. "자, 여러분 받은 게 중요한 게 아니라, Es ist nicht wichtig, dass ihr etwas bekommen. 네? 달란트를 받은 것도 중요하지만, Ja, es ist nicht wichtig, dass ihr die Talenten bekommen haben. "중요한 건 장사예요, 장사. Ja, was noch wichtiger ist, dass wir handeln. "여러분 이걸 장사하십시오. Ja, wir müssten damit handeln. 자, 여러분의 형편하고 하나님의 말씀하고 바꾸세요. 장사하세요. 야, handeln Sie mit der Situation, mit Ihrer Umgebung und mit dem Wort Gottes. 자, 그리고 여러분의 생각하고 하나님의 말씀하고 장사하세요. und handeln Sie mit Ihren Gedanken und mit dem Wort Gottes. 자, 여러분, 저는 유럽에 오랫동안 선교사로 일하면서, 아, 유럽은 어려워. 유럽은 진짜 어려워. 이런 생각이 참 많았어요. Eine lange Zeit habe ich in Europa missioniert und ich hatte dann diesen Gedanken, ja, Europa ist anstrengend, in Europa geht das nicht. Mit solchen Gedanken habe ich gelebt. "자, 어느 날 하나님의 종이 우리에게 뭐라고 말씀하셨냐면, Aber was eines Tages der Knecht Gottes zu uns sagte, war, 유럽이 복음의 중심이다. ja, Europa ist das Zentrum des Evangeliums. 예, 이제 그 말씀하고 내 생각하고 바꾸는 거예요. Ja, okay, von dem Moment an muss ich nur noch dieses Wort mit meinen Gedanken austauschen. "여러분, 여러분의 삶 속에 여러분이 장사를 하면
그 탤런트를 또 남기고 또 남기고 넘치게 여러분의 마음속에 하나님의 말씀이 일을 해요. Ja, wenn wir dieses Wort in unseren Herzen aufnehmen, dann können wir dann handeln und handeln und können immer unzählige weitere Talente dazu bekommen. 자, 여러분, 두 달란트 받은 자는 다섯 달란트 받은 자를 보면서 그와 같이 했다, 이 말이죠. Und der Knecht, der zwei Talente empfangen hat, hat den Knecht gesehen, der fünf Talente empfangen hat und hat demnach gehandelt.그와 같이 하여 Er hat genauso wie er gehandelt.배웠습니다. Er hat es gelernt.한 달란트 받은 자는 배우지 않았습니다. Aber der den einen Talenten empfangen hat, hat nicht gelernt. 여러분, 신앙은 우리가 배우는 것이고 본받는 것입니다. Der Glaubensleben ist zu lernen und es zu benutzen. 예수님을 배우고, Indem wir Jesus lernen,예, 하나님의 종을 우리가 배우는 겁니다. 그와 같이 하여. Wir müssen diesen Knecht Gottes lernen und demnach handeln. 자, 그래서 이제 여러분도 장사하십시오. von jetzt an fangen Sie auch an zu handeln. 자, 여러분 자신의 모습하고 하나님의 말씀하고 바꾸세요. 그게 바로 구원입니다. Wir tauschen Sie Ihr eigenes Bild mit dem Wort Gottes und das ist die Rettung. 죄인인 내 모습하고 로마서 3장 24절하고 바꾸세요. Ihr tauscht dieses Bild von uns selbst, dass wir ein Sünder sind, mit dem Wort Gottes in Römer Kapitel 3, Vers 23.그러면 나는 의인입니다. Ja, dann bin ich von dem Moment ein Gerechter.예, 우리가 어떻게 의롭게 될수 있죠? Ja, wie können wir denn gerecht werden?예수님의 말씀을 받아들이는 거죠. Indem wir das Wort Jesus annehmen.근데 어떻게 받아들입니까? Aber wie nehmen wir das Wort an?내 생각을 버리고 예수님의 말씀을 받아들이는 거예요. Indem ich meine Gedanken wegwerfe und das Wort von Jesus annehme.장사하는 거예요. Man muss handeln.여러분, 저는 이제 핀란드에 있어요. Und ich lebe in Finnland. 여러분, 지금 굉장히 추워요. Und es ist sehr kalt hier. 오늘은 날씨가 많이 좋아졌어요. 눈이 많이 오거든요. 눈 오는 날은 좀 따뜻해요. Und heute ist das Wetter wirklich sehr gut gewesen. Und an den Tagen, wo es schneit, ist es wärmer.그래서 오늘은 날씨가 아주 따뜻해서 영하 12도예요. Und weil das Wetter heute sehr warm war, war es heute minus 12 Grad gewesen. 예. 근데 이제 언제가 춥냐면 눈안 오고 해뜰 때, 그때가 제일 추워요. Aber die Tage, wo es nicht schneit und die Sonne scheint, ist es dann am kältesten.눈 오면 차라리 날씨가 따뜻하더라고요. Weil an den Tagen, wo es schneit, ist es wärmer. 핀란드가 그렇게 싫더라고요, 저는. Und ich habe Finnland so sehr gehasst. 날씨도 너무 춥고. Ja, das Wetter ist hier kalt. 여러분, 많은 나라에서 코로나 때문에 사회적 거리두기를 하잖아요. Und wegen des Coronavirus hat man dann eine Einschränkung gehabt. 예, 핀란드는 처음부터 사회적 거리두기를 잘 해왔어요, 지금까지. Aber in Finnland hat man von Anfang an diese Bewegungseinschränkung gehabt. 예, 가까이 오지 않아요, 사람들이. Ja, keiner kommt sich den anderen nahe.참, 제 마음 너무 어렵더라고요. Und es ging mir sehr schwer im Herzen. 제가 박옥수 목사님께 교제를 청했습니다. Und ich habe nach einer Gemeinschaft mit dem Pastor. 목사님, 제가 왜 핀란드에 선교사가 됐을까요? Und ich sagte dann, ja, warum wurde ich denn ein Missionar in Finnland?저 다른 데 가는 게더 나을 것 같은데요? Ich sagte dann, wäre es nicht besser, wenn ich in einem anderen Land missioniere? 날씨도 너무 안 좋고, 외롭고, Ja,너무 안 힘들어요. das Wetter ist nicht gut und ich fühle mich einsam und es ist so anstrengend hier.그 하나님 종이 저 이렇게 말씀하셨어요. Aber der Knecht Gottes sagte dann zu mir, 외롭고 쓸쓸하고 날씨 안 좋은 그런 나라에 선교사가 필요해. Ja, in einem Land, wo das Wetter schlecht ist und wo man sich einsam fühlt, dort braucht man einen Pastor, einen그런 Missionar.나라에 선교사가 됐다. 야, 영광스럽지 않느냐? Ist es denn nicht eine Ehre für dich, dass du in solch einem Land als Missionar ausgesandt wurdest?그렇네요. 그걸 받아들였어. 아, ich dachte dann, ja, okay, so ist das und ich habe dieses Wort angenommen.그날부터 Und von dem Tag an저는 핀란드가 너무 좋아요. war Finnland so schön für mich gewesen. 날씨와 상관없이, Unabhängig von dem Wetter, 형편과 상관없이. unabhängig von meinen Situationen. 왜냐하면 제 Denn보는 것과 하나님의 말씀, 종의 음성을 바꿨기 때문에.
denn ich habe das, was ich sehe, mit dem Wort des Knecht Gottes ausgetauscht. 자, 여러분, 요한복음 8장에 여자가 간음을 했어요. In Johannes Evangelium Kapitel 8 hat die Frau Ehebruch begangen. 잡혔어요. Und sie wurde gefasst. 진짜 할 말이 없어요. Und sie hatte wirklich gar nichts zu sagen. 확실히 죄인이에요. 확실히 죄인이에요. Denn sie war zu 100% ein Sünder. 또 많은 사람이 돌을 들었어요. Und die Menschen haben die Steine gehoben. 자기가 죄인인 거에 대한 증인이 허다해요. Sie kam als Zeugen dafür, dass sie als Sünderin ertappt wurde. 자기가 생각해도 자기는 죽어 마땅한 죄인이에요. Und sie selbst weiß, dass sie wirklich zu Tode gesteinigt werden muss. 확실한 죄인인데. Und sie war wirklich ganz genau zu 100% eine Sünderin. 예수님이 말씀하셨어요. Aber Jesus sagte, 나도 너를 정죄하지 아니하노. Ja, so verdamme ich dich auch nicht. 너 의인이야. Ja, so verurteile ich dich auch nicht. Du bist ein 너 Gerechter. 거룩해. Ja, du bist geheiligt. 너 온전해. Ja, du bist vollkommen. 와, 그 여자가 너무 당황스러운 거예요. Und diese Frau muss wirklich sehr geschockt sein. 너무 당황스러운 거예요. Und sie muss wirklich sehr geschockt sein. 어떤 선교사님이 박옥수 목사님께 이야기했습니다. Ein Missionar sagte eines Tages mal zu dem Pastor Oksu Park. 목사님, 저는 하나님이 돕지 않습니다. Er sagte, ja, Pastor, Gott hilft mir nicht. 저희 교회는 세 명밖에 안 나옵니다. Ja, in unserer Gemeinde haben wir gerade mal nur drei Geschwister. 박옥수 목사님, 할렐루야 하시는 거예요. Pastor Park sagte dann, Halleluja. 너를 통해 세 명의 성도가 일어났다니, 와, 이건 하나님의 기적이고 역사다. Es ist ein Wunder und ein Werk Gottes, dass in deiner Gemeinde drei Geschwister entstanden. 그 선교사님이 뭐라고 말했냐면, was der Missionar sagte dann, 목사님, 제가 지금 어떻게 반응해야 될지 굉장히 당황스럽습니다. 이렇게 얘기했어요. Und der Missionar sagte, Pastor, ich bin wirklich sehr schockiert. Ich weiß nicht, wie ich reagieren sollte. 왜 이 요한복음 8장에 있는 여자도 당황스러운 거예요. Und diese Frau, die in Johannes Kapitel 8 vorkommt, war dann auch sehr schockiert gewesen. 너무 예수님이 우리 말씀하시니 굉장히 당황스럽네요. Jesus, das, was du gesagt hast, das ist wirklich sehr schockierend. So hätte sie reagiert. 좀 전까지 돌에 맞아 죽어야 될 수많은 사람의 자기도 확실히 죄인인데 예수님이 너 의인이야. Ja, sie selber weiß auch ganz genau, dass sie eine Sünderin ist und sie weiß auch, dass sie jetzt zu Tode gesteinigt werden müsste. Aber Jesus sagt, du bist ein Gerechter. 이 여자가 자기 생각을 버리지 않으면 절대로 이 말씀을 받아들일 수가 없습니다. Ja, wenn die Frau ihre Gedanken nicht verwirft, kann sie dann nicht mit dieser Gnade leben. 여러분, 이 신앙이 왜 어렵습니까? Ja, warum ist das Glaubensleben anstrengend? 어떤 사람에게는 구원받는 게 너무 어렵죠. Ja, für einige Menschen ist es so anstrengend, die Rettung zu bekommen. 이유는 하나입니다. Es gibt nur einen Grund. 장사하지 않았기 때문에. Das ist, weil sie nicht gehandelt haben. 내 소유를 팔지 않고서는 그 밭을 살 수가 없습니다. Ohne seinen eigenen Besitz zu verkaufen, kann man diesen Acker nicht kaufen. 오늘 우리 모두 하나님의 말씀 앞에 우리의 소유를 팝시다. 팔아버립시다. Ja, lass uns heute vor dem Herrn all unseren Besitz verkaufen. 우리의 생각을 팔아버립시다. Ja, lass uns unsere Gedanken verkaufen. 우리의 아는 것을 팔아버립시다. Ja, wir wollen das, was wir wissen, verkaufen. 100세 된 아브라함이 하나님께서 내년에 네가 아들을 낳을 거야. Ja, Abraham, der schon 100 Jahre alt war, hat von den Herrn erfahren, dass er im nächsten Jahr ein Kind gebären wird. 너무 당황스러운 거예요. Und er war dann wirklich sehr schockiert. 그때. Und zu dem Zeitpunkt. Abraham은 자기 생각을 팔았습니다. Hat Abraham seine Gedanken verkauft. 그리고 하나님 말씀을 샀습니다. Und das Wort Gottes gekauft. 여러분의 오늘, 여러분의 확실한 여러분의 모습을 팔아버리십시오. Lass uns wirklich unser genau das Bild, was wir sehen, verkaufen. 그리고 하나님 말씀을 사십시오. Und kaufen Sie das Wort des Herrn. 값은 없습니다. Denn es hat keinen Preis. 예수님이 값을 냈기 때문에. Denn Jesus hat schon diesen Preis bezahlt. 그렇게 여러분이 장사하며 인생을 살면 Und wenn Sie so handeln und Ihr Leben führen, 다섯 달란트 제가 다섯 달란트 받은 사람이 나중에
10달란트 받은 자로 바뀌어요. Dann wird der Knecht, der die 5 Talenten empfangen hat, zu einem, der 10 Talente hat. 예, 이제 그거 보고 마치겠습니다. 자, 마태복음 25장. Dann wollen wir dann diese Stelle nochmal zuletzt aufschlagen in Matthäus Kapitel 25. 자, 28절. Matthäus Kapitel 25, Vers 28. 그에게서 한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. 다섯 달란트 받은 자가 열 달란트 받은 자로 바뀌었더라고요. Ja, der Knecht, der 5 Talente hatte, wurde zu einem, der 10 Talente hat. 여러분들이 하나님의 말씀을 마음에 믿고 믿음의 장사를 하면, wenn sie das Wort Gottes in ihren Herzen aufnehmen und damit handeln, 여러분들은 믿음의 사람이 되어 있습니다. Dann werden sie zu einem Mensch des Glaubens. 하나님이 여러분의 삶에 마음껏 축복하는 사람이 되어 있습니다. Ja, Gott wird sie dann in ihrem Leben segnen. 변화는 믿음의 장사로서 가져오는 것입니다. Veränderung kommt durch das Handeln im Glauben. 이제 여러분의 마음속에 이상도 여러분의 생각과 여러분의 판단이 역사하는 것이 아니라, nicht, dass jetzt unsere Werke und unsere Gedanken in unserem Leben handeln. 여러분 생각, 여러분 마음 팔아버리고 하나님의 말씀을 사서 그 하나님의 말씀으로 장사하는 삶으로 사시기 바랍니다. Ich hoffe, dass Sie jetzt Ihre Gedanken und Ihre Herzen wegwerfen, verkaufen und das Wort Gottes kaufen und dadurch leben. 예, 이제 우리는 온전합니다. Ja, wir sind jetzt von dem Moment an vollkommen. 그 말씀을 먼저 나에게 장사를 하시고, und handeln Sie mit diesem Wort erstmal mit sich selbst. 예, 그 복음을 먼저 나에게 적용하고, und benutzen Sie dieses Evangelium an Ihnen. 이제 그 복음과 하나님의 말씀으로 우리가 장사하며 살면 우리는 더 이상 다섯 달란트 받은 자가 아니라 열 달란트 받은 자로 우리가 변해 있습니다. Und wenn wir durch diesen Wort handeln, dann sind wir nicht mehr diejenigen, die 5 Talente empfangen haben, sondern diejenigen, die 10 Talente haben. 예, 이번 3일 동안 마태복음 속에 있는 예화를 통해 여러분과 함께 말씀을 나눴습니다. Und wir haben durch die drei Tage haben wir dann über die Gleichnisse, die in Matthäus Evangelium vorkamen, gesprochen. 예, 여러분 모두 이 말씀이 여러분 마음에 이제 정확하게 자리를 잡아서 이 말씀의 힘으로 장사하며 사는 여러분이 될 줄 믿습니다. Und ich hoffe, dass diese Worte in ihren Herzen wirklich einen Platz einnehmen und sie dazu führen, dass sie dann handeln. 예, 오늘 말씀을 모두 마치겠습니다. Dann werden wir hiermit das Wort, die Predigt beenden. 예, 제가 기도하겠습니다. Ich werde dann beten. 하나님 아버지, 오늘 저녁 마태복음 25장 말씀 앞에 감사합니다. Heiliger Vater im Himmel, ich danke dir für das Wort in Matthäus Kapitel 25. 다섯 달란트 받은 자와 두 달란트 받은 자는 장사하였습니다. Ja, derjenige, der 5 Talente und 2 Talente empfangen haben, die haben gehandelt. 한 달란트 받은 자는 그 달란트를 땅 속에 묻었습니다. Aber der Knecht, der den einen Talent empfangen hat, hat es in der Erde vergraben. 예, 하나님, 우리의 생각이 버려지지 않고서는 하나님의 은혜와 하나님의 세계에 절대 들어갈 수가 없습니다. Wenn wir unsere Gedanken nicht verwerfen und wenn wir unsere Gedanken nicht verkaufen, dann können wir nicht in deine Welt hineinkommen. 이제 우리의 생각을 버려버리고, dass wir jetzt von nun an unsere Gedanken wegwerfen. 우리의 소유를 마귀에게서 받은 우리의 소유를 버려버리고, dass sie den Besitz, den wir von Satan bekommen haben, verkaufen. 하나님이 우리에게 주신 이 복음과 하나님의 말씀, 이 달란트를 우리가 그대로 받아서, und diese Gnade und das Wort, was wir von den Herren empfangen haben, dass sie diese Talente bekommen. 이제 우리가 장사하며 살겠습니다. Und wir von dem Moment an handeln und leben. 오늘 이 자리에 참석한 모든 분들에게 하나님 역사해 주시고, und Herr, arbeite bitte durch jeden Einzelnen, der heute teilnimmt, der heute daran teilgenommen hat. 그 마음에 이 하나님의 말씀을 믿고 장사할 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Leite ihre Herzen so, sodass sie handeln nach deinem Wort. 주님의 은혜가 우리의 삶 속에 넘칠 줄 믿습니다. Und ich glaube, dass in unserem Leben, dass unser Leben mit deiner Gnade überfüllt sein wird. 주님께 영광을 돌립니다. Und ich kehre diese Gnade in deinen Händen. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Im Namen Jesus Christus habe ich gebetet. 아멘.
아멘. Yeah, 여러분, 대단히 감사합니다. Vielen, vielen Dank.